Habt ihr schon einmal etwas erlebt, das eure Brust, euren Sinn und eure Gedanken ganz und gar erfüllte? Etwas, das alles andere daraus verdrängte? Es gärte und kochte in euch. Zur siedenden Glut entzündet, sprang das Blut durch eure Adern und färbte höher eure Wangen. Euer Blick war so seltsam, als wolle er Gestalten, keinem anderen Auge sichtbar, im leeren Raum erfassen. Und eure Rede zerfloss in dunkle Seufzer. Nun, ganz so erging es unserem Freund, dem Studenten Nathanael. Am 30. Oktober, mittags um 12 Uhr, trat ein Wetterglashändler in Nathanaels Stube in der Stadt G. und bot seine Ware an. Nathanael kaufte nichts und drohte, ihn die Treppe hinabzuwerfen, worauf der Händler aber von selbst fortging. Nun, ihr ahnt, dass nur ganz eigene, tief in Nathanaels Leben eingreifende Ereignisse dem Vorfall Bedeutung geben können. Ja, dass wohl die Person jenes unglückseligen Wetterglashändlers feindlich auf ihn wirken musste. Ja, und so ist es, in der Tat. Aber erzählen wir nun gerade so viel aus Nathanaels früher Jugendzeit, dass alles euch in leuchtenden Bildern aufgehen wird. Früher bei Nathanael zu Hause. Da wurde nach alter Sitte schon um 7 zu Abend gegessen. Danach gingen alle in des Vaters Arbeitszimmer und setzten sich um den großen runden Tisch. Der Vater rauchte Tabak und trank ein großes Glas Bier dazu. Und oft erzählte er viele wunderbare Geschichten und geriet darüber so im Eifer, dass ihm die Pfeife immer wieder ausging. Und Nathanael musste sie ihm brennendes Papier hinhaltend wieder anzünden, welches ihm denn ein Hauptspaß war. Der Vater blies starke Dampfwolken von sich, sodass alle im Nebel schwammen. An manchen Abenden jedoch schwieg er. Stumm saß er dann in seinem Lehnstuhl. An solchen Abenden war die Mutter sehr traurig. Und kaum schlug die Uhr 9, so sprach sie: Zu Bette, zu Bette, der Sandmann kommt. Wirklich hörte Nathanael dann jedes Mal etwas langsam, schweren Tritts die Treppe heraufpoltern. Das musste der Sandmann sein. Einmal war Nathanael jenes dumpfe Treten und Poltern besonders graulich und er fragte die Mutter: Hey Mama, wer ist denn der böse Sandmann, der uns immer von Papa vortreibt? Wie sieht er denn aus? Ach, Sandmann, Sandmann. Es gibt überhaupt keinen Sandmann. Wenn man sagt, der Sandmann kommt, so bedeutet das nur, man ist schläfrig und kann die Augen nicht offen halten. So als hätte man Sand hineingestreut. Natürlich hatte Nathanael Sorge, dass die Mutter den Sandmann verleugnete, damit er sich nicht vor ihm fürchten musste. Voll Neugierde, Näheres zu erfahren, fragte er also bald die alte Frau, die auf seine jüngste Schwester aufpasste. Ei, Tanelchen, ja, weißt du das denn noch nicht? Der Sandmann ist ein böser Mann. Er kommt zu den Kindern, wenn sie nicht zu Bett gehen wollen, und wirft ihnen Hände voll Sand in die Augen, dass sie blutig zum Kopf herausspringen. Die wirft er dann in den Sack und trägt sie in den Halbmond zur Atzung. Zur Atzung? Ja, zur Atzung. Für seine Kinderchen. Die sitzen da, Mist, haben krumme Schnäbel wie die Eulen. Und damit picken sie der unartigen Menschenkindlein Augen auf. Sandmann. Ja, der Sandmann. Komm zu den Kinderlein. Er streut den Sand ins Äuglein hinein, bis es rausspringt blutend, nein, oh nein. Sandmann. Ja, der Sandmann fliegt zum Halbmond hoch hinauf. Seine Kinder haben grässlichen Hunger. Am liebsten Kinderaugen frisch gepflückt. So erzählt man sich. Jo,
schon alt genug war, Nathanael, damals, um einzusehen, dass das mit dem Sandmann und seinem Kindernest im Halbmond wohl nicht ganz seine Richtigkeit haben konnte. Und dennoch, der Sandmann blieb Nathanael ein fürchterliches Gespenst und Grauen, das ihn mehr und mehr in seiner Fantasie beschäftigte. Entsetzen ergriff ihn nicht nur, wenn er den Sandmann die Treppe heraufkommen, sondern auch des Vaters Stubentür heftig aufreißen und hineintreten hörte. Das Geheimnis zu erforschen, den fabelhaften Sandmann zu sehen, dazu keimte in den Jahren immer mehr die Lust in ihm empor. Der Sandmann hatte Nathanael auf die Bahn des Wunderbaren, Abenteuerlichen gebracht. Eines Abends, Nathanael muss in etwa 10 Jahre alt gewesen sein, merkte er an des Vaters Schweigen und an der Mutter Traurigkeit, dass der Sandmann kommen werde. Er schützte daher große Müdigkeit vor, verließ schon vor 9 Uhr das Zimmer und verbarg sich dicht neben der Tür in einem Schlupfwinkel. Die Haustür knarrt. Durch den Hausflur geht es langsamen, schweren, dröhnenden Schrittes nach der Treppe. Leise. Leise. Leise öffnet Nathanael des Vaters Stubentür. Schnell ist er hinein und hinter der Gardine versteckt. Näher. Immer näher dröhnen die Tritte. Es hustet und scharrt und brummt seltsam draußen. Das Herz bebt Nathanael vor Angst und Erwartung. Dicht. Dicht vor der Tür ein scharfer Tritt. Ein heftiger Schlag auf die Klinke. Die Tür springt rasselnd auf. Der Sandmann steht mitten in der Stube vor dem Vater. Der helle Schein der Lichter brennt ihm ins Gesicht. Denkt euch, einen großen, breitschultrigen Mann mit einem unförmlich dicken Kopf. Erdgelbem Gesicht, großen, buschigen Augenbrauen, unter denen ein paar grünliche Katzenaugen stechend hervorfunkeln. Großer, starker, über die Oberlippe gezogener Nase. Das schiefe Maul zum hämischen Lachen verzogen. Und ein seltsam zischender Ton fährt ihm durch die zusammengekniffenen Zähne. Der Sandmann ist der alte Advokat Coppelius. Ganz recht. Ein hässlicher und feindlicher Unhold, der ab und an bei der Familie zu Mittag ist und dem armen, kleinen, unglückseligen Nathanael noch die kleinste Freude verdirbt. Wenn die gute Mutter zum Beispiel dem armen, kleinen, unglückseligen Nathanael eine süße Frucht oder ein Schokotörtchen auf den Teller legt, so berührt es Coppelius unter diesem oder jenem Vorwand mit seinen großen, knochigen, haarigen Fäusten, sodass dem armen, kleinen, unglückseligen Nathanael die Nascherei, die ihm doch eigentlich Tränen der Freude ins Auge treiben sollte, vor Ekel und Abscheu ungenießbar wird. Nathanael? In seinem Versteck ist wie festgezaubert. Derweil der Vater einen Wandschrank öffnet. Zum Vorschein kommt ein kleiner Herd. Blaue Flammen knistern. Auf! Ans Werk! Ans Werk! Ans Werk! Sich nun der alte Vater zum Feuer herabbückt. Leuchtet, sieht, lässt sich wirklich hoffen, dass, wenn wir aus viel 100 Stoff durchmischen, denn auf Mischung kommt es an, den Menschenstoff gemächlich komponieren,
in einen Kolben fermentieren und ihn gehörig korrumpieren, so ist das Werk im Stillen abgetan. Ein grässlich krampfhafter Schmerz verzieht des Vaters sanfte, ehrliche Züge zum widerwärtigen Teufelsbilde. Er sieht dem Coppelius ähnlich. Der schwingt die glutrote Zange und holt damit hellblinkende Massen aus dem dicken Qualm. Es wird. Die Masse regt sich klarer, die Überzeugung wahrer. Was man an der Natur geheimnisvolles pries, das wagen wir verständlich zu probieren. Und was sie sonst organisieren ließ, das lassen wir kristallisieren. So jetzt. Augen her! Augen her! Seht ihr nicht? Seht ihr nicht? Hat die Menschengesichter. Menschengesichter ringsumher. Aber ohne Augen. Scheußlich tiefe, schwarze Höhlen. Von wildem Entsetzen gewaltig erfasst, stürzt Nathanael aus seinem Versteck heraus auf den Boden. Da ergreift ihn Coppelius. Kleine Bestie! Ein Schimpanzenaugen. So meckert Coppelius zähnefletschend. Lass ihn! Flehend hebt der Vater die Hände empor. Warte, der Junge, die Augen da halten. Er ist so flennend in der Welt. Aber nun wollen wir doch den Christus der Hände und Füße recht observieren. Damit packt Coppelius Nathanael so gewaltig, dass die Gelenke knacken. Er schraubt ihm die Hände und Füße ab und setzt sie bald hier, bald dort wieder ein. Steht doch überall nicht recht. Ist gut, so wie es war. Genug. Nathanael jedenfalls war bei der Lauscherei entdeckt und von Coppelius gemisshandelt worden. Angst und Schrecken hatten ihm ein hitziges Fieber zugezogen, an dem er mehrere Wochen krank lag. Coppelius war verschwunden. Es hieß, er habe die Stadt verlassen. Etwa ein Jahr mochte vergangen sein, als man der alten, unveränderten Sitte gemäß abends an dem runden Tische saß. Der Vater war sehr heiter und erzählte von irgendwelchen Reisen, die er in seiner Jugend gemacht. Gerade schlug es 9. Da. Die Haustür knarrt. Langsame, eisenschwere Schritte dröhnen durch den Hausflur die Treppe herauf. Es ist Coppelius. Nathanael liegt in seinem Bette und lauscht. Kurz nach Mitternacht. Vor dem dampfenden Herd auf dem Boden. Der Vater. Tot. Mit schwarz verbranntem, grässlich verzerrtem Gesicht. Und jetzt stellt euch erst vor, welch ein Grausen Nathanael durchfahren haben muss, als der entsetzliche Coppelius mit seinen funkelnden Augen nun viele Jahre später als Wetterglashändler in seine Studierstube trat. Nathanael konnte gar nicht anders, als sein Erscheinen als großes Unheilbringen zu deuten. Aber ist es denn sicher, dass dieser Wetterglasmensch Coppelius war? Ein allerdings. Nathanael hat ihn zwar schon über 15 Jahre nicht mehr gesehen. Nach dem Vorfall mit dem Vater war Coppelius spurlos verschwunden. Aber seine Figuren, seine Gesichtszüge sind ja immer noch dieselben. Noch nicht einmal seinen Namen hat Coppelius geändert. Er gibt sich in Genua als Mechanikus und Uhrmacher aus und nennt sich Giuseppe Coppola. Leute. Wir müssen echt mal ein paar Sachen klären. Also, Nathanael, der wächst ja in der Provinzstadt G auf. D. Und für sein Studium geht er nach Italien in die Universitätsstadt G. Genau, und dort in der Universitätsstadt G ereignet sich eben diese jene Begegnung mit dem Wetterglashändler Coppola. Ja, genau, der geheimnisvolle Wetterglashändler Coppola, dessen Erscheinen in Nathanael manch düstere Kindheitserinnerung weckt. Ja, genau, von all diesen Dingen erzählt Nathanael seinem in
den verbliebenen Freund Lothar in einem Brief. Ah, ja, genau, der Brief. Ja, aber der Brief ist ein klarer. Nee, ja, Lothar. Nee, der ist ein klarer. Das war ein kleines Missgeschick. Also, das kann ich mal eben kurz aufklären, ja? Weil eigentlich schreibt Nathanael ja an Lothar, aber im Eifer seiner düsteren Gedanken, da hat er den Brief eben versehentlich, also quasi aus Versehen, an seine geliebte Clara adressiert. Ja, sag ich doch. Nee, hast du nicht. Ja, aber der ist doch an sie adressiert. Ja, aber Clara erzählt doch Lothar auch alles, was in dem Brief steht. Genau, weil die beiden sind Geschwister. Genau. Wie, was will sie? Also Lothar und Clara. Ja. Ach so, ja. Genau, Clara und Lothar sind die Kinder eines weitläufigen Verwandten von Nathanael. Ja. Dieser Verwandte allerdings ist verstorben und hat die beiden Kinder verwaist zurückgelassen. Und Nathanaels Mutter... Ach, die Mutter. Ja, genau. Die Mutter hat die beiden dankbarerweise in ihr Haus aufgenommen. Genau. Also Lothar, Clara und Nathanael sind zusammen aufgewachsen. Also nicht von Anfang an. Ja, aber so im Jugendalter, oder? Und schon bald erfassten die beiden eine heftige Zuneigung zueinander. Wie kein Mensch auf der Welt auch nur irgendetwas anzuwenden hatte. Ja, und mittlerweile sind die beiden sogar schon verlobt. Hm. Ja, aber da Nathanael nun schon einige Monate in G studiert, schreibt er eben diesen jenen Brief an Clara in der Heimatstadt D. D, ja, genau. Eben jener Brief, in dem all das Wunderbare, Entsetzliche und Grauenhafte geschildert ist, das wir gerade erzählt haben. Ja, auf das es uns wie ein elektrischer Schlag treffe. Ja, und dabei sind wir vorgegangen wie Maler. Ja, wie kecke Maler. Ja, genau. Wie kecke Maler haben wir zunächst mit einigen verwegenen Pinselstrichen die Umrisse von Nathanaels Geschichte hingeworfen. Ja, und nun gilt es mit leichter Mühe, immer und immer glühender die Farben aufzutragen, bis uns das Gewühl mannigfache Gestalten hinfort reißt und wir uns am Ende alle miteinander, selbst im Bilde stehend, wiederfinden. Ja gut, dann machen wir jetzt weiter mit den Briefen. Clara an Nathanael. Geliebter Nathanael, ich konnte kaum atmen. Es flimmerte mir vor den Augen. Was konnte so Entsetzliches in dein Leben getreten sein? Ich las und las. Deine Schilderung des widerwärtigen Coppelius ist grässlich. Und der fatale Wetterglashändler Giuseppe Coppola verfolgte mich auf Schritt und Tritt. Aber sei mir nur nicht böse, mein innig Geliebter, dass ich trotz deiner Ahnungen, Coppelius könnte dir etwas Böses antun. Ganz heitern, unbefangenen Sinnes bin. Wie immer. Nathanael an Lothar. Mein lieber Lothar, sehr unlieb ist es mir, dass Clara neulich den Brief an dich aus, freilich durch meine Zerstreutheit veranlagtem Irrtum, erbrach und las. Sie hat mir sehr tiefsinnig und philosophisch geschrieben. Und beweist ausführlich, dass Coppelius und Coppola nur in meinem Innern existieren und Phantome meines Ichs sind, die augenblicklich zerstäuben müssen, wenn ich sie als solche erkenne. Clara an Nathanael. Natürlich weiß ich, dass es eine dunkle Macht geben kann, die feindlich und verräterisch einen Faden in unser Inneres legt, woran sie uns dann festpackt und vorzieht. Haben wir aber einen heiteren, durch das feste Leben gestärkten Sinn, muss jene feindliche Macht in ihrem vergeblichen Ringen nach Gestalt untergehen. Nathanael an Lothar. Gewiss scheint indes, mein lieber Lothar, dass der Wetterglashändler Coppola keineswegs der alte Advokat Coppelius ist. Ich besuche nun Vorlesungen bei dem erst kürzlich angekommenen Professor der Physik, dem berühmten Herrn Spallanzani. Der kennt den Coppola seit vielen Jahren und hat mir berichtet, dass er ein Italiener aus Piemont ist. Dennoch, nicht loswerden kann ich den Eindruck, den Coppelius' verfluchtes Gesicht auf mich macht. Clara an Nathanael. Sei heiter, Nathanael. Heiter. Ganz und gar nicht fürchte ich mich vor dem Coppelius und seinen Fäusten. Lieber möchte ich laut über ihn lachen und scherzen. Er soll mir weder als Advokat das Schokotörtchen noch als Sandmann die Augen verderben. Ja, lacht nur. Lacht mich recht herzlich aus. Ich bitte euch sehr. Ewig, mein herzgeliebter Nathanael. Etc., etc. Mein lieber Lothar. Ja. Neulich
steige ich in Spallanzanis Haus die Treppe zum Auditorium herauf und nehme wahr, wie die sonst einer Glastür dicht vorgezogene Gardine zur Seite einen kleinen Spalt lässt. Eine hohe, sehr schlank gewachsene, herrlich gekleidete junge Frau sitzt im Zimmer an einem kleinen Tisch. Sie scheint mich nicht zu bemerken. Überhaupt haben ihre Augen etwas Starres. Beinahe möchte ich sagen, keine Sehkraft. Aber warum schreibe ich dir das alles, mein lieber Lothar? Wisse nämlich, dass ich in über 14 Tagen bei euch bin. Ich muss Clara wiedersehen. Ach, mit welchem Entzücken sich die beiden Liebenden in die Arme flogen, als Nathanael, wie in seinem letzten Brief an Lothar verheißen, wirklich in seiner Vaterstadt ins Zimmer der Mutter trat. Es geschah genau so, wie Nathanael geglaubt. Denn in dem Augenblick, als er Clara wiedersah, dachte er weder an den Advokaten Coppelius noch an Claras verständigen Brief. Jede Verstimmung war verschwunden. Nicht geliebte Clara, da bin ich. Nathanael, bist du es denn wirklich? Clara. Nathanael, wie sehr du mir gefehlt hast. Mutterchen. Oh, mein Schnurzelchen. Mutti, gut siehst du aus. Ach, na ja. Teuerster Freund. Bruder Lothar, komm an meine Brust. Wisst ihr was? Ich mache uns zur Feier des Tages Schokotörtchen. Ja, genau. Und ich lasse euch zwei Hübschen mal eine Runde trutteln. Ich wollte eh noch geschwind den Rasen mähen. Alle fühlten, dass Nathanael sich gleich in den ersten Tagen von seinem ganzen Wesen durchaus verändert zeigte. Er versank in düstere Träumereien und trieb es bald so seltsam, wie man es niemals von ihm gewohnt gewesen. Das ganze Leben war ein Traum und Ahnung geworden. Nathanael dichtete viel in diesen Tagen? Ja. Aber alles, was er schrieb, das war gestaltlos, düster, unverständlich. Und Clara, nun ja. Fühlte sich recht wenig davon angezogen. Ja, Nathanaels Dichtungen waren auch wirklich sehr langweilig. Wobei Clara das natürlich niemals laut aussprach, um ihn nicht zu verletzen. Und dennoch spürte Nathanael Claras Unmut. Und sein Verdruss über ihr kaltes, prosaisches Gemüt stieg höher und höher. Und so kam es, dass sich die beiden Liebenden in ihrem Innern immer weiter voneinander entfernten, ohne es selbst zu bemerken. Nichts ist, wie es scheint. Das Leben mag uns zwar zufällig, chaotisch, willkürlich, in abertausende Bruchstücke zersplittert erscheinen, aber hinter jedem dieser scheinbaren Zufälle blickt eine unsichtbare Hand hervor. Sie schwebt über manchem von beherrscht uns im Dunkeln und hat jenen Faden, den wir in sorgloser Freiheit selbst zu weben gedenken, längst schon vorausgesponnen. Beim Abendessen und beim Frühstück.
beim Mittagessen und beim Kaffeetisch. Ja, sogar bei der Gartenarbeit trug Nathanael Clara seine mystischen Schwärmereien vor. Er ging sogar so weit zu behaupten, dass alle Streben in Kunst und Wissenschaft, alle Begeisterung nicht aus dem Inneren stamme, sondern auf Äußeres zurückzuführen sei. Ja, genau! Jede Handlung unseres Lebens, selbst die willkürlichste, scheint doch schon vor unserer Geburt in schrecklichen Archiven vorausberechnet. Möglich, dass uns jene unsichtbare Hand, von der ich eben sprach, sogar jetzt in diesem Moment von hinter dem Vorhang belauscht. Ja, du hast recht, Nathanael. Coppelius ist ein böses und feindliches Prinzip. Er kann Entsetzliches erwirken. Aber eben nur dann, wenn du ihn nicht aus Sinn und Gedanken verbannst. Nicht überall, wo es im Gebüsch raschelt, sitzt schließlich ein Löwe. Ich verstehe überhaupt nicht, was sie da sagt. Was ich sagen will, ist, wir Menschen, ja, wir suchen ständig Muster und forschen nach den Ursachen. Und das ist ja auch prinzipiell absolut sinnvoll. In der Steinzeit zum Beispiel, ja, wenn es da irgendwo im Gebüsch raschelte, dann hatte der Steinzeitmensch, der panisch aufsprang und rief, ganz klar, das muss ein Löwe sein, sicherlich mehr Überlebenschancen als derjenige, der einfach sitzen blieb. Und heute, da leben wir ja sozusagen in einer Welt, in der es ständig und überall im Gebüsch raschelt. Und natürlich suchen wir da nach den Ursachen. Aber was, wenn die Geschichte am Ende gar nicht so spannend und wundersam ist? Wenn da gar kein Löwe im Gebüsch sitzt und es am Ende nur der Wind ist, der durch die Blätter fährt. Nathanael hörte Clara nicht allzu aufmerksam zu, war jedoch sehr erzürnt darüber, dass Clara die Existenz des Löwens, Quatsch, des Dämons, Coppelius, nur in seinem Inneren statuierte. Sogleich wollte er hervorbrechen mit der ganzen mystischen Lehre von grausen Mächten und bösen Teufeln. Da brachte Clara irgendetwas Gleichgültiges dazwischen. Sag mal, hast du jetzt eigentlich den Rasen gemäht? Ja, junger Mann, aber du gehst noch mal mit dem Kantenschneider rüber. Nathanael beschloss, jene düstere Ahnung, dass Coppelius sein Liebesglück stören werde, zum Gegenstand eines Gedichtes zu machen. Schwierig war nur, dass die Gestalt des hässlichen Coppelius in seiner Fantasie schon recht blass geworden war. Es kostete ihn daher sehr viel Mühe, seinen Worten Leben einzuhauchen. Aber endlich kam nun der Moment, in dem er Clara mit seinem Gedicht entzünden wollte. Ja, wobei man sagen muss, dass er selbst nicht genau wusste, zu welchem Zweck er Clara eigentlich genau entzünden wollte. Ja, egal. In tiefer Liebe verbunden. Zwitschernde Vöglein, sie fröhlich umrunden. Hey, Lothar, bitte! Wo war ich denn jetzt? Zwitschernde Vöglein. Ein Sommertag unten am Fluss. Ein Marmeladenbrot. Ein sanfter Kuss, ein Windhauch im Holunderbusch. Plötzlich der entsetzliche Coppelius erscheint und der gekrümmte Clara's Raum und die schreiende Nathanaels Brust wie blutige Funken zählt, brennt ein Saus. Ein Brausen, ein Toben, grausig dreht sich der flammende Feuerkreis. Und Coppelius packt Nathanael, wirft ihn mitten hinein in den Sturm. Ui, Feuerkreis, dreh ich, Feuerkreis, dreh ich, ui. Schäumende Wesen wollen sich wie Riesen im wütenden Kampf empor. Da, aus der Ärmel tönt Clara's Stimme. Kannst du mich denn nicht sehen? Coppelius hat dich getäuscht. Getäuscht hat dich Coppelius. Das waren ja nicht meine Augen, die so in deiner Brust brannten.
Das waren ja glühende Tropfen deines eigenen Herzbluts. Ich habe ja meine Augen. Sieh mich an. Sieh mich doch gut an. Ja, Nathan. Endlich erblicken sie sich. Im schwarzen Abgrund verrauscht dumpf das Getöse. Nathanael blickt in Claras Augen. Aber es ist der Tod, der mit Claras Augen ihn freundlich anschaut. Komm, wirf das tolle, wahnsinnige, unsinnige Märchen ins Feuer. Du lebloses, verdammtes Automat! Clara, sie läuft zu Lothar in die Laube und erzählt ihm alles, was vorgefallen ist. Er hat mich niemals geliebt. Er versteht mich nicht. Lothar, jedes Wort der Anklage fällt wie ein Funke in Lothars Inneres. Ein nichtsnutziger Nebler und Schäbler ist er. Lothar, er läuft zu Nathanael und wirft ihm das unsinnige Betragen gegenüber seiner Schwester in harten Worten vor. Ein nichtsnutziger Nebler und Schäbler bist du. Nathanael antwortet ebenso hart. Elender Pragmat, kaltes, prosaisches Gemüt. Der Zweikampf ist unvermeidlich. Blutdürstige Kampfeslust in ihren Augen. Die Tiere umschleichen sich Lothar und Nathanael. Denn wie soll ich denn länger leben, wenn der Bruder den Geliebten oder der Geliebte den Bruder ermordet hat? Nathanael war es zumute, als sei eine schwere Last, die ihn zu Boden gedrückt, von ihm abgewälzt. Ja, als habe er Widerstand leistend der finsteren Macht, die ihn befangen, sein ganzes Sein dem Vernichtung drohte, gerettet. Und alles war gut. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him to me. Was ist denn jetzt los? Wo bin ich? Wo bin ich denn? Nathanael. Ja? Nathanael. Wer spricht denn da? Hallo? Nathanael. Nathanael. Hallo? Ja. Nathanael. Ich war doch gerade. Nathanael. Hier muss doch. Nathanael? Was ist denn hier los? Wo bin ich? Nathanael. Nathanael? Wer spricht denn da? Na, ich bin's. Wer ist denn ich? Na, ich bin Sigmund, dein alter Studienfreund. Ah, Sigmund, du bist's. Ja, aber wo bin ich denn? Na, in G? In G? Aber ich war doch gerade noch in D. Nein, du bist zurück in G für dein Studium. Was riecht denn hier so? Deine Wohnung, sie ist abgebrannt. Was? Ja, das ganze Haus.
Der Apotheker aus dem Erdgeschoss, sein Laboratorium, alles ist explodiert. Ja, aber... Ja, die Menschen werden auch immer unvorsichtiger mit ihren Versuchen. Aber all meine Bücher, meine Manuskripte, die Instrumente... Ach, mach dir keine Sorgen. Ich konnte alles aus den Flammen retten. Und sogar eine neue Wohnung habe ich für dich in Beschlag genommen. Aber Sigmund, dich schickt ja ein Engel! Ach, was? Engel? Schau mal. Das gibt's ja gar nicht. Du wohnst jetzt unserem geschätzten Professörchen, Herrn Spallanzani, direkt gegenüber. Ach ja? Ja. Und du kannst von deinem Fenster aus direkt in das Zimmer blicken, wo Olympia oft einsam sitzt. Du schienst ja nicht ganz uninteressiert. Interessiert, uninteressiert. Spallanzani hat wirklich eine wunderliche Tochter. Sie scheint überhaupt keine andere Beschäftigung zu haben, als stundenlang in derselben Stellung am Tisch zu sitzen und unverwandten Blicks durchs Fenster zu starren. Sie scheint ja direkt zu mir hinüberzuschauen, Sigmund. Sigmund, wo bist du? Nein, ich kaufe kein Wetterglas, mein Freund. Gehen Sie nur. Nein, doch kein Wetterglas. Nein, nein, kein Wetterglas. Ich habe auch Sköne Oke. Was? Sköne Oke. Augen? Nein. Haben Sie gerade Augen gesagt? Nein, Oke. Sköne Oke. Wie können Sie denn Augen haben, Sie toller Mensch? Nein. Augen? Nein, Brillen. Eine Brille auf die Nase. Sköne Oke. Nein. Nein, hören Sie auf. Hören Sie auf damit. Hören Sie auf, mir wird schwindelig. Jetzt hören Sie auf. Okay. Stehe. Sköne-Oke sind nichts für den Herrn Studenten. Aber hier, ich habe auch ein schönes Glas. Noch im Leben war Nathanael kein Glas vorgekommen, das die Gegenstände so scharf, so klar und so deutlich dicht vor Augen rückte. Unwillkürlich sah Nathanael zum Fenster hinaus. Hinein in Spallanzanis Zimmer. Olympia saß wie gewöhnlich vor dem kleinen Tisch, die Arme darauf gelegt, die Hände gefaltet. Was hat sie denn für starre und tote Augen? Was ist denn bloß mit ihren Augen los? Nein, 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 nein. Schau nur schärfer hinein. Immer schärfer, 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 schärfer. Da ist es Nathanael, als gingen in Olympias Augen feuchte Mondesstrahlen auf. Als treffe der Strahl eines Kristalls meine Brust wie ein glühender Dolch steht. Nathanael liegt wie festgezaubert im Fenster. Immer lebendiger und lebendiger flammen die Blicke. Die Seekraft, sie ist entzündet. Das macht dann 3 Dukaten, bitte. Was? 3 Dukaten? Wofür? Na, für das Glas, Herr Student. Ja, er lacht mich aus, weil ich ihm das kleine Perspektivgewiss viel zu teuer bezahlt habe.
zu teuer bezahlt. Clara hat schon recht, dass sie mich für einen abgeschmackten Geisterseher hält. Obwohl närrisch ist es doch. Wohl mehr als närrisch, dass mich der dumme Gedanke, ich hätte das Glas dem Coppola zu teuer bezahlt, noch jetzt so sonderbar ängstigt. Den Grund davon sehe ich gar nicht ein. Olympia gar nicht mehr sehen. Irgendeine Gardine vor dem verhängnisvollen Zimmer. Ach, Olympia. Du mein hoher, herrlicher Liebesstern. Bist du mir denn nur aufgegangen, um gleich wieder zu verschwinden? Um mich zu lassen in finsterer, hoffnungsloser Nacht? Olympia. Noch einmal in deine Augen sehen. In diesen hellen Wasser. Lass mich doch das Ziel deines Blickes sein. Du holdes Zauberbild. Tu es mir kund, wo du weißt, was dich gefangen hält. Siehst du denn nicht, wie mein Herz kocht und meine Seele nach der Erquickung lechtet, welche aus deiner Anmut quillt? Du Allerschönste! Scheint ja eingeladen. Auf diesen Tag, liebe Freundinnen und Freunde, werter Herr Nathanael, habe ich seit 20 Jahren gewartet. Ich freue mich, euer Gastgeber zu sein, hier in diesem Raum, der uns daran erinnert, was es bedeutet, wenn Menschen unterschiedlicher Hintergründe, Geschichten, Herkunft, Philosophien zusammenkommen, um etwas zu feiern, das, ja, das größer ist als sie selbst. Liebe Freundinnen und Freunde, ihr wisst, ich liebe Probleme. Ich liebe es, die richtig harten Nüsse zu knacken. Oh, ja. Ich liebe es, neue Ideen zu entwickeln, die Einbildungskraft zu entzünden und die Wirklichkeit zu einem besseren Ort zu machen. Und wenn ich Ideen sage, dann meine ich diese richtig großen Ideen. Ideen, die die Welt verändern können. Und deswegen, liebe Freundinnen und Freunde, werter Herr Nathanael, möchte ich euch heute jemanden vorstellen. Man nennt sie meine Tochter. Hallo Olympia! Hallo! Guten Tag! Guten Abend! Gute Nacht! Das Kerzenlicht, das blendet ja so. Wenn ich Olympias herrliche Figur doch nur etwas besser sehen könnte. Ach, ach. Guten Abend,
Olympia. Hallo. Guten Tag. Guten Abend. Gute Nacht. Olympia wird uns zur Begrüßung ein kleines Lied singen. Doch, doch. Olympia, magst du uns ein Lied singen? Lied. Aus dem Orsch. Lied. Ist ja so würde sie direkt zu mir hinüberschauen. Wenn doch nur das Kerzenlicht nicht so blenden würde. Wenn ich ihre Züge etwas besser erkennen könnte. Ihre Augen. Das Perspektiv, Nathanael. Das Perspektiv. Schau nur immer recht scharf hinein. Olympia! Mit ihr zu tanzen. Mit ihr... Ich weiß nicht genau wie, aber auf einmal stehe ich neben Olympia. Ich ergreife ihre Hand. Sie ist eiskalt. Ein grausiger Todesfrost durchbebt mich. Aber Olympias Augen, die strahlen mir nur so vor Liebe und Sehnsucht entgegen. Da fangen in ihrer kalten Hand an, Pulse zu schlagen und des Lebensblutes Ströme zu glühen. Du Geliebte meiner 27 Sinne, ich liebe dir, du deiner, dich dir, du mir, wir. Ach, ach, ach. Oh, du Strahl aus dem verheißenen Jenseits der Liebe, du tiefes Gemüt, in dem sich mein ganzes Sein spiegelt. Ach, ach. Liebst du mich? Nur dies Wort, Olympia, liebst du mich? Ach, ach. Ja, du mein hoher, herrlicher Liebesstern, bist mir aufgegangen und wirst leuchten, leuchten, leuchten. Ach, ach, ach. In meines Herzens Grunde, du heller Edelstein, funkelt all Zeit und Stunde nur deines Namens Schein. Ach, ach, ach. Nathanael hatte vergessen, dass es eine Clara in der Welt gäbe, die er sonst geliebt. Die Mutter, Lothar, alle waren aus seinem Gedächtnis entschwunden. Ab diesem Abend lebte er nur noch für Olympia. Ach, ach. Was wäre ich ohne dich gewesen? Was würde ich ohne dich nicht sein? Worte, Olympia. Was sind schon Worte? Was Zahlen und Figuren in deinem Angesicht? Ach, ach. Täglich saß Nathanael stundenlang bei ihr und fantasierte von seiner Liebe, von zum Leben erglühter Sympathie, von psychischer Wahlverwandtschaft. Und Olympia hörte sich alles, alles, wirklich alles und alles an. Ach, ach. Ich sehe in den Spiegel und schaue in dein Gesicht. Es ist deins und doch auch meins. Deins, meins
meinst eins. Aus dem tiefsten Grunde des Schreibpults holte Nathanael alles, das er jemals geschrieben. Gedichte, Romane, Fantasien, Erzählungen. Es wurde täglich vermehrt durch allerlei ins Blaue fliegenden Stanzen, Kanzonen, Sonetten. Und das alles las er der Olympia stundenlang hintereinander vor, ohne zu ermüden. Schau, was ich noch gefunden habe. Sie puppt mit Puppen. Die Puppen puppen mit kleinen Puppen. Die kleinen Puppen puppen mit winzigen Puppen. Die winzigen Puppen puppen mit Püppchen. Die Püppchen puppen mit kleinen Püppchen. Die kleinen Püppchen puppen mit winzigen Püppchen. Die winzigen Püppchen puppen. Keiner puppt mit ihr. O du meine Puppe, meine süße Puppe. Mir ist alles Schnuppe, wenn ich meine Schnauze auf die deine bauze. Gute Nacht, mein Lieber. Hast du etwas gesagt, mein himmlischer Augenstern? Ach, ach. Weißt du, Olympia, nur du verstehst mich. Ganz allein du. Gute Nacht, mein Lieber. Ach, ach. Hey, Bruder. Hey. Wer spricht denn da? Na, ich bin's. Sigmund, dein alter Studienfreund. Ach, Sigmund, du bist's. Jetzt mal im Ernst, Bruder. Wie konntest du dich bloß in dieses Wachsgesicht von Holzpuppe vergaffen? Sage du mir doch, Sigmund, wie deinem sonst alles schöne, klar auffassenden Blick, deinem regen Sinn Olympias himmlischer Liebreiz entgehen konnte. Doch eben deshalb habe ich, dank sei es dem Geschick, dich nicht zum Nebenbuhler, sonst müsste einer von uns beiden blutend fallen. Nein, 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 du darfst mich wirklich nicht falsch verstehen. Es ist ja auch wirklich nicht ganz einfach, im Fach der Liebe über den Gegenstand zu richten. Aber diese Olympia, was soll mit ihr sein? Nun, viele von uns urteilen recht gleich über sie. Wir konnten mit ihr nichts anfangen. Sie ist uns auf ganz seltsame Weise stumm, starr und seelenlos erschienen. Beinahe unheimlich. Aber Sigmund, du hast sie doch erblickt. Ihre herrliche Gestalt. Sicher. Sie ist schön. Oder sie könnte allgemein als schön gelten. Wenn nur ihr Blick nicht so stumpf wäre. Stumpf? Ja. So ohne Lebensstrahl. Ohne Sehkraft. Wohl mag euch, ihr kalten, prosaischen Menschen, Olympia unheimlich sein. Nur dem poetischen Gemüt entfaltet sich das gleich Organisierte. Nur mir ging ihr Liebesblick auf, durchstrahlte Sinn und Gedanken mir. Nur in Olympias Liebe finde ich mein Selbst wieder. Und ja, sie spricht wenig Worte. Aber diese wenigen Worte erscheinen als echte Hieroglyphe der inneren Welt voll Liebe und hoher Erkenntnis des geistigen Lebens in der Anschauung des ewigen Jenseits. Aber für all das habt ihr keinen Sinn und alles sind verlorene Worte. Mir scheint, er ist auf bösem Wege. Aber auf mich, den treuen Sigmund, kann er zählen, wenn alles... Nein, ich mag nichts weiter sagen. Vorgehaltener Hand über mich. 20 Jahre harte Arbeit und dann so eine Blamagenpräsentation. Oh, werfen Sie mir nichts vor, Herr Professor. Ich habe Olympias Mechanismus vorzüglich konstruiert. Der rote Gummiball in Ihrer Brust schlägt noch immer brav im Takt. Ach, tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack. Wenn ich doch nur wüsste, welch magnetischer Unsinn durch Ihre Nervenkabel geht. Coppola, wissen Sie, heute Morgen, da frage ich die Olympia. Olympia, würdest du einen Menschen töten? Und was antwortet mir dieser dämliche Automat da? Einverstanden, ich werde einen Menschen töten. Diese Starrheit, diese Aura des Mechanischen. Ist es denn nicht möglich, die Röte des Herzschlags auf ihren Wangen sichtbar zu machen? Es
maskenhafte Ausdruck, diese dünnen, blassen Lippen. Was starren mich Ihre gläsernen Augen nur so ausdruckslos an? Professor, sind Sie des Wahnsinns? Und wenn schon? Halten Sie ein! Hören Sie auf! Mein Werk will er zerstören! Lassen Sie mich! Infamer, Verruchter! Du einfältiger Uhrmacher! Kinder und gierige Bestie! Es waren Spallanzanis und des grässlichen Coppelius Stimmen, die so durcheinander schwirrten und tobten. Von namenloser Angst ergriffen, stürzte ich in die Richtung von Spallanzanis Studierzimmer. Der Professor hatte eine weibliche Figur bei den Schultern gepackt, der Italiener Coppola bei den Füßen. Und die zogen und zerrten sie hin und her bis Olympia! Nathanael blickt in Olympias toten weißes Wachsgesicht. Sie hat keine Augen, nur zwei Höhlen, zwei schwarze Höhlen. Eine Puppe. In diesem Moment sieht Nathanael Olympias Augen blutig auf dem Boden liegen. Spallanzani ergreift sie und wirft sie nach Nathanael. Die Augen, sie treffen Nathanaels Brust. Und da packt ihn der Wahnsinn mit glühenden Krallen, fährt in sein Inneres hinein, Sinn und Gedanken zerreißend. Hui. Hui. Feuerkreis, dreh dich. Hui. Holzbrüchen, dreh dich. Ehe wir nun fortfahren, die Geschichte des unglückseligen Nathanaels zu erzählen, der in grässlicher Raserei nach dem Tollhaus gebracht wurde, hier vielleicht noch ein paar Anekdoten über den humorvollen, charmanten, eloquenten Wetterglashändler Giuseppe Coppola. Oder vielleicht auch über den genialen Physikus aus G, Herrn Professor Spallanzani. Die beiden sind nach ihrer kleinen Rauferei jedenfalls wohlauf. Es geht Ihnen gut? Nur Olympia. Nun ja. Olympia ist momentan leider nicht viel mehr als ein ansehnlicher Haufen Schräubchen. Wird aber schon bald ihre perfekte Wiederkehr feiern. Frühstadt wartet. Gedankenschnell. Mit einem Datensatz voll lebendigster Erinnerungen. Dieses Mal mit fein gekräuseltem Rosshaar. Und einer Haut aus feinster Flauschseide. Oh, sanft und lebendig. Als würde tatsächlich frisches Blut durch ihre Adern pulsen. Eine Gestalt von vollendeter Harmonie, an der alle Spuren ihrer Machart, alles Steife, Starre und Aufgezogene vollständig verwischen. Ein Mensch! Ein Mensch. Wie sagen wir, wie Sie es sind? Nur ohne all das ganze Hin und Her, das Schwanken der Wünsche und Gefühle, wissen Sie?
eine Erweiterung. Ich möchte fast sagen, eine Vervollkommnung ihrer selbst. Ihr perfektes Gegenüber. Der Teil in ihrem Leben, der sie wieder zu einem Ganzen werden lässt. Oh, sehe ich da nicht in Ihren Augen ein kleines Interesse blitzen? Also wenn Sie möchten, dann können Sie auch ein Exklusivexemplar von Olympia bei uns vorbestellen. Rufen Sie uns an! Nun, Spallanzani jedenfalls musste die Universität verlassen. Was? Wieso das denn? Nathanaels Geschichte hatte Aufsehen erregt. Es wurde allgemein für gänzlich unerlaubten Betrug gehalten, lebendige Holzpuppen in die Gesellschaft einzuschwärzen. Holzpuppen? Du hast ja die Geschichte überhaupt nicht verstanden. Spallanzani jedenfalls musste fort, der Kriminaluntersuchung wegen. Und auch Coppola war verschwunden. Die Geschichte mit dem Automaten allerdings hatte tief in der Menschenseele Wurzeln gefasst. Und es schlich sich in der Tat ein abscheuliches Misstrauen gegen menschliche Figuren ein. Ja, gut. Jetzt aber weiter mit Nathanaels Geschichte. Nathanael erwachte, wie aus schwerem, fürchterlichem Traum. Er schlug die Augen auf und spürte, wie ein unbeschreibliches Wonnegefühl voll sanfter, himmlischer Wärme ihn durchströmte. Er lag in seinem Zimmer, im Hause des Vaters, in seinem Bett. Clara hatte sich über ihn hingebeugt und unfern standen die Mutter und Lothar. Jede Spur des Wahnsinns war verschwunden. Das Glück war in das Haus eingekehrt. Und niemand erinnerte Nathanael mehr an die Vergangenheit. Zur Mittagsstunde gingen alle zusammen durch die Straßen der Stadt. Der Ratsturm warf seinen riesen Schatten über den Markt. Da sagte Clara, ei, steigen wir doch noch einmal hinauf und sehen in das ferne Gebirge hinein. Und Lothar meinte, ach, geht ihr mal, ihr zwei Tuteltäubchen. Mir sind das viel zu viele Stufen. Ich warte unten. Und die Mutter meinte, ach, macht ihr mal. Ich bring schon mal die Einkäufe nach Hause. Und so stiegen Clara und Nathanael hoch hinauf auf die höchste Galerie des Turmes. Arm in Arm schauten sie in die duftigen Waldungen hinein, hinter denen das blaue Gebirge wie eine Riesenstadt sich erhob. Da sah Clara etwas in der Ferne und sagte, ach, sieh doch diesen kleinen grauen Busch, der da ordentlich auf uns loszuschreiten scheint. Darauf Nathanael das Perspektiv fasste und Clara erblickte, die direkt vor dem Glase stand. Zuckte es krampfhaft in seinen Pulsen und Adern. Totenbleich starrte er Clara an. Aber schon bald sprühten und glühten Feuerströme durch seine rollenden Augen. Grässlich brüllte er auf wie ein gehetztes Tier. Dann sprang er hoch in die Lüfte und grausig dazwischen lachend schrie er, hui, Holzpüppchen, dreh dich, hui, hui. Mit gewaltiger Kraft fasste Nathanael Clara und wollte sie herabschleudern. Aber Clara krallte sich in verzweifelnder Todesangst fest an das Geländer. Lothar hörte den rasenden Toben, christliche Ahnungen durchflogen ihn, er rannte hinauf. Clara schwebte, von dem rasenden Nathanael erfasst, über der Galerie in den Lüften. Lothar packte die Schwester, zog sie hinein, sie war gerettet. Unten, da liefen die Leute zusammen auf das wilde Geschrei. Und unter ihnen ragte riesengroß der alte Advokat Coppelius hervor, der gerade eben in die Stadt gekommen und geradewegs Richtung Markt geschritten war. Man wollte herauf, um sich des rasenden Nathanael zu bemächtigen. Da sprach Coppelius nur lachend, haha, der kommt schon herunter von selbst. Nathanael blieb plötzlich wie erstarrt stehen. Er bückte sich herab, wurde dem Coppelius gewahr und mit einem gellenden Schrei sprang er über das Geländer. Als Nathanael mit zerschmettertem Kopf auf dem Boden lag, war Coppelius im Gewühl verschwunden. Clara will man nach mehreren Jahren
in einer weit entfernten Gegend gesehen haben, wie sie mit einem freundlichen Mann Hand in Hand vor der Tür eines hübschen Landhauses saß. Ja, und vor ihr spielten zwei muntere Knaben. Clara? Nein, dass Clara das ewige Glück noch fand, weit, weit fort, nach Italien, wo sie das üppige Leben genoss. Ja. Ich habe ja gehört, dass man Claras Gestalt eines Abends hinter den Fenstern eines alten verlassenen Hauses in der Residenzstadt B gesehen haben will. Vortrefflich beim Kartenspiel vergnügt. Stellte sich aber am nächsten Morgen, dass diese Bildvermittlung war, dass der Hausverwalter Theodor zum Abstauben auf das Fensterbrett gestellt hat. Ein junger Mann Ich habe mir das nicht mehr so gut gemacht.